super. Guten Morgen. Morgen. Schneit einfach. War kalt? Nee, ich war gut eingepackt, relativ. Also war okay. Nur einmal abends kurz, war mir sehr kalt. Aber dann habe ich nochmal extra noch ein T-Shirt, nochmal ein T-Shirt drunter angezogen. Aber dass es jetzt schneit, ist crazy. Also offiziell April. Macht wirklich, was er will. Hat dich die Baustelle eigentlich geweckt? Nee, das eigentlich nicht. Das war eigentlich so laut. Aber ja. Heute ist Tag 7. Sind wir heute einfach schon seit einer Woche unterwegs, wenn wir den Tag geschafft haben. Crazy. Wir haben auch geguckt gestern. Gestern haben wir die 300 Kilometer geknackt. Einfach schon 10% geschafft. Richtung New York. Heute, jetzt haben wir den, also die erste Etappe soll wohl sehr, also was heißt sehr. Viele Höhenmeter, viele hoch, viele runter. Soll sehr tricky sein. Wird auch gut reinknallen. Ungefähr 33 Kilometer. Dort machen wir dann eine Pause. Und danach hausen wir heute in Sören, ne? Hieß es? Sontra, genau. Sontra ist heute... Sören. Sontra ist heute unser... Place to be. Dort haben wir auch schon bei einer netten Gaststätte angerufen, die glücklicherweise einen Platz für uns haben, weil heute schneit es und ist übertrieben kalt, also draußen Temperaturen sind minus 2 Grad. Deswegen haben wir uns entschieden, heute in Sören zu halten. Nicht Sören, Mann. Sontra. Sontra zu halten und dort zu Hause. Das Gute ist, da gibt es auch einen Lidl, haben wir gesehen, weil wir brauchen auch noch ein paar Utensilien, so wie Klopapier und so. Und ein paar Nudeln noch für die kommenden Tage. Also passt das sehr gut. Ich glaube, am Ende werden wir heute so auf zwischen 43 und 45 Kilometer. Irgendwie sowas, oder? Plus, minus, ne? Plus, minus, man weiß nie immer. Also bis jetzt war es immer so, dass irgendwie 2 Kilometer am Ende mal mehr waren, als das Navi angezeigt hat. So, jetzt dick anziehen und dann heißt es in die erste Runde gehen, Kilometer abreißen. Ha. Boah, aber bei diesem Beat am Anfang, take that risk. Beine sind voll gut eigentlich. Das Einzige, was manchmal nur immer so blockiert, ist mein Rücken. Aber ich glaube, das kommt auch durch den Rucksack. Ja, das ist ja Powerbank drin. Ja, ich habe ja hier, ist ja voll viel Sachen drin. Ich merke manchmal so, dass hier dieser mittlere Teil so ein bisschen blockiert. Aber durch den Blackroll und so geht es danach immer so gut auf eigentlich. In dieser Position bin ich nicht nur beim Dehnen die letzten Tage. Digga, wir sind leidenschaftliche Frühscheißer geworden, ich schwör's dir. Aber was soll ich dir sagen? Ist die Realität. Spart Wasser. Manchmal ist es nur ein bisschen kalt, aber wenn man ab und zu mal so ein frischer Wind so durchzieht, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, aber sei ehrlich, Malte, du bist jetzt auch neu in dem Game vom Frühscheißen. Endlich aus dem Thema. Aber ist die Realität. Die Leute wollen es ja wissen vielleicht. Hat schon was. Ich habe manchmal in den Kommentaren gelesen, so wie machen wir es mit der Toilette und so. Und das ist halt Dings. Und wie findest du es? Ist gut. Man lernt es zu lieben. Erster Lauf des Tages, Tag 7, hat begonnen. Wir laufen jetzt durch das Werratal. Paul, begleiten Sie mich heute etwas, um auch noch mal ein paar andere Perspektiven Aufnahmen zu machen. Sehr fleißig. So, wir laufen durch das Werratal Richtung, wer ist er? Irgendwas mit D. Das sind ungefähr so 33 Kilometer jetzt. Erstmal bis dahin. Wahrscheinlich plus 2 Kilometer ist immer alles drin. Let's go. Es war gerade mal Tag 7. Und wir haben noch riesen Brocken vor uns. Aber bis jetzt regenerieren meine Beine richtig gut. Ich habe immer frische Beine, aber ich stecke das gut weg alles. Der Körper adaptiert gut, auch mein Puls. Wir gehen gerade einen riesen Anstieg hoch und mein Puls bei 130. Also es wird auch noch andere Tage geben, aber bis jetzt, läuft alles. Damals als Kind wäre ich jetzt gerne hier reingesprungen mit Gummistiefeln so. So einmal quer rein so. Quatsch! Sehr steinige Wege wieder. Bergauf und steinig. Also wirklich immer sehr tricky. Muss immer aufpassen, dass ich wirklich nicht umknicke. Ein falscher Tritt und das könnte böse wehtun. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. Bro, wir müssen uns im Klaren sein. Wir haben schon 10% geschafft. Ja. Wir müssen so kleine Etappen zelebrieren im Kopf, dass du deinem Körper immer wieder diesen Belohnungseffekt gibst. Nur noch 7 Tage oder so, 7, 8 Tage, denke ich mal, dann sind wir aus Deutschland raus und sind an der französischen Grenze. Dann haben wir den ersten Teil. Ich habe mir den Kuchen in 5 Stücke aufgeteilt. Ja. In meinem Kopf die ganze Zeit. Kuchen 1, Deutschland. Kuchen 2, Frankreich. Kuchen 3, Spanien, Kuchen 4 Portugal, Kuchen 5 Amerika. Und dann gehen wir in die zweite Runde. Und Amerika wird das Dessert. Was meinst du, welcher Kuchen hat am meisten Kalorien? Frankreich.
Frankreich hat sehr viele Kalorien. Aber Portugal, Spanien darf man auch nicht unterschätzen von den Kalorien. Frankreich ist so eine riesen platte Lasagne. Ja. Mit sehr viel Käse, sehr fettig, sehr viel Kalorien, viele Kaloriendichte. Aber eine riesen Platte, du isst lange dran. Weißt du, Spanien, Portugal ist zwar auch nicht so kurz, ist so lang wie Deutschland ungefähr. Das ist so Tapas, so kleine Häppchen, aber auch fettig. Aber auch fettig, genau. So ist so dieses, auch wegen den Höhenmetern und sowas, weil da erwarten uns auch nochmal mehr. Also Spanien, Portugal wird sehr hügelig. Und Amerika wird so, werden so ein schöner Pancake Tower. Ja. So das Dessert am Ende. Wir kennen die Soße nur noch nicht. Ja, wir kennen die Soße nur noch nicht. Was da auf uns zukommt. Ganze Zeit Berko. Ganze Zeit. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. Ersten 5 im Kasten. Geht schnell, oder? Das hab ich auch im letzten Video mal gesagt, dass du dich zwingen musst, ab und zu auch langsamer zu laufen. Und das zieht sich dann wie ein Kaugummi. Das ist manchmal für den Kopf ein bisschen scheiße, aber wir kommen voran. Die ersten 5 Kilometer gingen relativ schnell und zum Ende hin fühlen sich eh die Kilometer immer länger an als am Anfang. Im Wechsel auch schon rum. Ja, am Anfang frühstückst du das mal gut weg. Am Ende ist dann immer, zieht sich das ein bisschen. Cooles Video, Digga. Vielen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank. Ciao, Mai. Entschuldigen, weil was soll ich machen? Leider gibt es hier keinen anderen Weg, wo man fahren kann oder laufen kann. Deswegen versuchen, bestmöglich Rücksicht auf die Autofahrer zu nehmen und auf die LKW-Fahrer. Und die hoffentlich nehmen auch Rücksicht auf mich. Und dann passt doch's. Wir haben gerade soeben Thüringen auf Wiedersehen gesagt. Noch 20 Kilometer, dann sind wir im ersten Spot angekommen. Super, 12 Kilometer noch. Wir haben es geschafft. Keine Bauern, kein Essen. Da haben die recht. Super ist es. Noch 20 Kilometer, dann haben wir den ersten kleinen Ort erreicht und dann machen wir dann erstmal Pause. Noch 8,5. Langsam bis 10. Oh. Einfach abspulen. Bam, bam. Mein Schweinehund hat sich auch das Bild jetzt nicht. Was? Keine Ahnung. Oder ich habe Stimme im Kopf. Ich habe gestern gesehen, auf dem TikTok, du hast deinen Schweinehund abgeschlachtet und irgendwo liegt der und du schreist ihn immer noch an. Oh, komisch, es klingt. Je stärker mein Verstand wird, umso stärker wird auch mein Schweinehund. Der wächst mit, meinst du? Natürlich wächst er mit. Weil er immer neue Levels testen will. Ist so Yin und Yang, ne? Yes. Das eine kann oder das andere nicht. Genau. Deswegen, der ist auf jeden Fall nicht tot. Der lebt wie nie zuvor. Man soll auch sagen, denken, was er will. Mich wird er niemals brechen. Egal was kommt, egal was die Schwierigkeiten kommen. Würdest du sagen, ist steil? Ja. Ja. Sehr tricky Weg. Ich muss langsam runterlaufen. Auch sehr rutschig. Weil drunter der Schlamm ist nicht fest. Und voll viele Steine, Stöcker. Langsam runterlaufen, dass wir nicht umkippen. Guck mal, siehst du da den Weg? Ich glaube, da müssen wir drauf. Da unten gehen wir rüber, da wo die Bäume liegen. Bock auf Pilz heute? Meinst du, kann man essen? Niemals. Schreib mal in die Kommentare. Dicker, wir sind einfach hier mitten in der... Keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber, guck mal hier, schön frisches Wasser.
Boah. Warte. Lass die GoPro laufen? Ja. Warte, ich fahre. Hast du? Ja, ich hab. Ja, alles gut. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Stand by me. Minigolfplatz. Bock auf ein paar Löcher? Für die Abwechslung? Ja. So nicht. Deiner Höhenmeter? Puls war auch super. Nicht. War das anstrengender als der Harz? Ja. War anstrengender. Jeden Tag sage ich, das war die anstrengendste Strecke, aber ich glaube, das war jetzt die anstrengendste Strecke. Die war sehr tricky. Zum Ende war es nochmal tough. Später haben wir, glaube ich, noch so 11 Kilometer oder so bis zum Dorf, ne? Also haben wir einen sehr großen Teil abgefrühstückt jetzt. Oh, jetzt ein bisschen chillen. Super. So. Nach dem Lauf, Supplements, meine Vitalstoffe, Omega-3, Epic-Stack, D3K2, etc. Code A, da könnt ihr mal maximal sparen. Super. Schönes warmes Teechen und eine schöne Kartoffel. Karotten habe ich schon gegessen, rote Paprika, grüne Apfel, Banane und dann mache ich mir gleich noch was. Aber super Vorspeise. Man macht ein bisschen so, ihr beißt rein und macht hier rein so ein bisschen Salz. Mmh. Guck mal. Was geht? Alles klar? Ich frage mich. Ja, können wir machen. Komm. Dankeschön. Was? Ey, viel Glück mehr. Dankeschön, Bro. Vielen Dank. Dankeschön. Alles gut, Bro. Ja, selbst. Wir kommen aus Sontra. Sontra? Ja. Sontra, ja, du läufst da durch. Ja, du hast doch einen sehr weiten Weg vor dir, Mann. Zur Kornberger Höhe, ich sag dir so, wie es ist, das wird so. Das ist so ein hoher Berg, ja. So ein Berg, also der Berg, die Strecke gerade von hier war geistkrank. Ja, das glaube ich dir. Also die war wirklich, deswegen, wenn es hier noch höher wird, ach, egal, auch wenn es hoch geht. Ankommen müssen wir oder so. So oder so. Instant Oats mit Whey. Einfach gemahlene Haferflocken in Pulverform. Whey. Einfach mit Mandelmilch umrühren. Bisschen Zimt drauf, Banane, Honig. Habt ihr so einen schlotzigen Brei mäßig. Mahlzeit. Guten. Mhm. Lecker. So teigig, schlotzig. Hat einer gefragt, was heißt eigentlich schlotzig? Das ist genau. Schlotzig. Das ist schlotzig. Jetzt kennt ihr den zweiten Lauf des Tages. Jetzt ungefähr ein bisschen kürzeren Lauf. Was heißt kürzeren Lauf? Dann haben wir trotzdem unseren Marathon geschafft. Bis zur nächsten Ortschaft, wo wir übernachten werden, sind es jetzt, glaube ich, noch 10 oder 11 Kilometer. Dann haben wir heute insgesamt auch wieder 43. Wir sehen uns dort. Super. Tag 7, Lauf 2, Landstraße. Ich glaube, wird die ganze Strecke auf Landstraße sein. Die Autos sind auf jeden Fall schnell unterwegs, aber ich pass auf. Das ist ein Edeka. Super. So, ich bin gleich da. Haben wir den 7. Tag auch geschafft. Meine Wade zwickt ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Kein Problem. Halb so gut. Was geht ab? Die Frau unten dachte zu mir, ich bin Bauarbeiter und will die Straße aufreißen. Ich so, nein, ich bin Gast. Ich wollte hier schlafen. Sie so, ja, wegen ihrer Montur und so, tut mir leid. Ich meinte, das ist kein Problem. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Hat sie gefragt, wo dein Helm war? Nein, aber sie meinte dann direkt, ja, oben im Zimmer und so. Hat sie gesagt, dass du noch nicht hochknallst?
So, Tag 7 ist geschafft. 42,6 Kilometer. Solider Tag. Wir haben unser Soll erfüllt. Wir sind jetzt hier auch in so einer Pension gelandet. Nehmen wir mit. Ist auch preisgünstig gewesen. Hat alles, was man braucht. Ein Bett, Bad, warmes Wasser. Mehr brauchen wir nicht. Die Jungs gehen jetzt noch ein bisschen einkaufen. Hier gibt es einen Lidl oder Edeka in der Nähe, habe ich gesehen. Ich gehe gleich duschen. Ich mache noch ein paar Liegestütze. Wir sehen uns beim Mampfen. Super. So Leute, herzlich willkommen. Cyborg Kitchen. Heute auf dem Menü steht Sandwiches. Wir waren einkaufen, also die Jungs waren einkaufen bei Edeka oder Lidl. Lidl? Lidl lohnt sich. Heute, ja, schöne Sandwiches mit Dinkel-Sandwich, also Toast, Tomate, Philadelphia, bisschen mit Lachs. Machen wir uns noch Spiegelei und so drauf, bisschen mit Eisbergsalat. Ich habe übertrieben Bock drauf. Ich würde sagen, wir warten, bis die Pfanne ein bisschen heiß ist. Und dann kloppen wir hier schon mal 4 Eier rein, ja? Oder? Ne, 6. 6 rein direkt, oder? Kannst hier dann noch nehmen. Uno. Dos. Weil das Auto schräg steht, schlägt die Pfanne auch schräg und alle Eier gehen dahin. Tres. Cuatro. Was heißt 5? Cies. Cien. Cinco. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Nueve. Diez. Dies? Nein, diez. Diese. Sorry, das war heiß. So heiß. Wir sehen uns gleich beim Zubereiten des Sandwiches. Wir fangen mit der Basis an, mit Frischkäse. Und dann nehmen wir hier so ein Salatblatt. Brauchen wir eigentlich noch eine Tomate. Die müssen wir aber erstmal waschen. Bisschen Salz. Dann nehmen wir den Lachs. So, jetzt warten wir noch auf ein Ei und dann ist das Sandwich perfekt. So, Ei ist auch drauf. Zuklappen. Geil. Von den Dingern hole ich jetzt, glaube ich, 10 Stück weg. Gut. Warte, das mach ich auf. Mach mehr. Kommt ihr alle von hier, oder was? Ja, alle aus dieser Stadt. Echt krass. Ich darf sogar jetzt noch meine Fasse sehen. Mit ein paar Kollegen zusammen. Also wir sind, glaube ich, insgesamt 11 Stück jetzt. Ja? Ja. Spaß euch. Dankeschön. Ich denke, ich eine Bowl rüberbringen, aber ich wusste jetzt nicht kalt. Oder nein, oder wir haben gut gegessen. Dankeschön. Hallo. Alles klar? Hi. Gute Besserung. Danke. Was passiert? Ich habe eine Beckensplitterung und ein Muskel abriss. Scheiße. Komm vor. Muss weiter. Ja. Muss weiter, egal wie. Ich fahre nicht mit Auto. Ich fahre keinen Schritt mit Auto. Ich will immer mit Dings. Die haben alles schön eingekauft. Ich habe schon drin geduscht. Und bist du auch ein bisschen gejoggt? Ja, Bruder, natürlich. Bennett, Bro. Ich grüße dich. Super, sind. Vielen Dank. Ich bin ja einmal ein bisschen rote Beete-Saft mitgebracht. Unterwegs. Ich habe mir gesehen, dass auch gerne Datteln ist. Ey, Jungs, ja. Wir haben ja ein paar Sportsachen mitgebracht. Das ist schon was für deine Liegestütze. Wir haben ein kleines Springseil für dich mitgebracht. Haben wir gesehen, du hast noch keine. Danke, Bruder. Jim wächst. Euch Jungs, vielen Dank. Kommt gut nach Hause. Kommt niemals. Kommt gut nach Hause, Jungs. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Meinst du, wir brauchen ein eigenes Auto für Gym-Equipment? Bruder, ja. Was für Ausmaß das angenommen hat. Ich krieg Gänsehaut, ja. Crazy. Siebter Tag. Geht zu Ende, geht schlafen. Morgen geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Kilometer werden abgerissen, wir angeln uns dann wieder weiter voran. Bis dahin wünsche ich eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Super. Guten Morgen. Morgen. Tag 8. Ich bin hier schon am Dingsrechnen, wo wir heute langlaufen. Ist so das Erste, was du morgens denkst? Du wachst auf und denkst so, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ja, ohne Spaß. Ja. Ich wache auf und denkst, wasche mein Gesicht, Zähne putzen etc. Und danach wird direkt philosophiert, wo lande ich heute, wo gehe ich hin, wie sieht die Strecke aus, relativ dies und das. Und dann geht's los. Irgendwie, die Wäsche wird irgendwie nicht so trocken. Ich verstehe nicht, warum. Und wo hast du die Aufgaben heute gemacht? Über die Heizung, ein paar draußen und manche hier drinnen. Aber irgendwie, die werden nicht zu 100% trocken. 5 Minuten ist eh wieder reingeschwitzt, deswegen merkt man das nicht mehr. Heute laufen wir, der erste Spot ist, glaube ich, Bad Hersfeld. Wir sind offiziell gestern in Thüringen, nicht in Thüringen, in Hessen angekommen. Also wir sind jetzt
mittlerweile im Bundesstaat Hessen und laufen eigentlich jetzt Richtung Frankfurt straight zu. Und ja, die anderen schon wach. Ja, ich glaube, sind gerade so aus dem Bett gefallen, ja. Ja? Ja, duschen sich gerade. Digga, meine Schuhe sind auch schon richtig durch. Tag 8, also ich glaube, die halten noch so zwei... Von der Federdämpfung? Ja, die Dämpfung lässt langsam nach. Deswegen, ich glaube, aber noch so 2-3 Tage. Ich hatte mir immer vorgenommen gehabt, dass immer so ein Schuh 10 Tage halten soll. So, so Max. Und das ist ja jetzt auch nicht nur Asphalt, ne? Ja, weil auch diese ganzen die Stöcker, Überstöcker und sowas, dies und das. Deswegen nutzen die ein bisschen schneller ab. Hab gut geschlafen hier. Matratze war nur ein bisschen zu weich. Weich? Ja, ja. Bisschen zu weich. Du brauchst so dieses Harte. Ja, so ein bisschen, weil ich mich gewöhnt habe jetzt die ganze Zeit auf der Isomatte und draußen im Zelt und so, kam mir das auf einmal so richtig so spannend vor. So. Aber war super. Treffen wir uns unten am Van? Unten im Van und dann laufen wir los. Geiles Wetter, oder? Ist geiles Wetter, aber ich kann das Wetter noch nicht ganz einschätzen. Entweder habe ich mich viel zu dick wieder angezogen, aber ich habe die Sachen mitgenommen. Oder es wird später noch mal ein bisschen frisch auf der Strecke. Deswegen, also was ich schon für Höhen und Tiefen vom Wetter miterlebt habe in den Kilometern. Deswegen, ich lieber nehme ich es mit, am Ende später dann zu brauchen. Aber mich regt eher auf, dass gerade die Dings nicht lädt. So, das ist das, was ich jetzt laufe. Wir sehen uns also in 32 Kilometern wieder. Später. Später. So, Tag 8 hat gestartet. Erster Lauf des Tages. Sehr schönes Wetter. Himmel ist sehr schön blau. Nicht eine einzige Wolke. Also ich glaube, die Regentage sind jetzt erstmal vorbei. Es war noch ein bisschen frisch im Schatten, aber in den Sonnenbereich ist wirklich sehr angenehm. So, ich habe jetzt ungefähr so 32 Kilometer vor mir mindestens, bis wir zur ersten Pausestelle ankommen. Wir laufen jetzt immer weiter Richtung Frankfurt. Also ich glaube, bis Frankfurt sind noch so 150 Kilometer. Also sollten wir eigentlich in den nächsten 2-3 Tagen erreichen. Wir haben auch schon 10% der Strecke Richtung New York absolviert. Krass. Also wir sind schon mittlerweile über 300 Kilometer. Ich glaube fast 350. Läuft alles nach Plan. Wieder viel Landstraße. Aber dieser Seitenstreifen, unglaublich. Also fühlt sich an wie ein Gehweg, dass du nicht die ganze Zeit hier an den Autos so krass nah vorbeilaufen musst. Sehr angenehm zu laufen. Auch sehr coole Strecke gerade. Wetter super. Super. Super, es ist 10 Kilometer geschafft vom ersten Lauf. Weiter geht's. So, ich wurde gerade von der Polizei angehalten, weil ich halt auf der Autobahn laufe. Liebe Grüße an die Kollegen vielleicht. Kollegen, ich sage halt, ob ich selber Polizist bin. Dass die mich trotzdem weiterlassen laufen haben. Die haben mir jetzt hier so einen anderen Weg gegeben, dass ich hier lang laufen soll. Also die haben halt gefragt, was ich mache, weil halt in dem Moment auch Zuschauer kamen, ein Bild gemacht haben. Habe ich das halt gesagt, dass ich auf New York laufen will. Waren die erstmal ein bisschen komisch, aber die wollen halt auch nur ihren Job machen und die wollen halt für maximale Sicherheit sorgen, weil viele Autofahrer wohl angerufen haben und Bescheid gegeben haben, dass halt jemand auf der Autobahn läuft. Ich meinte dann halt, ob man irgendwie eine Einwilligung geben kann, dass sie halt ihren Job gemacht haben, aber ich halt sozusagen mit voller Verantwortung das Risiko eingehe, falls etwas passieren sollte, etc. pp. Haben jetzt meine ganzen Kontaktdaten und so aufgenommen und meinten, dass ich jetzt erstmal hier auf diesen anderen Weg laufen soll, der halt nicht auf der Straße ist. Der soll jetzt so um die 7 Kilometer gehen. Ist dann auch relativ nah zu unserem Standpunkt, wo wir halt Pause machen. Also passt das eigentlich. Wie gesagt, falls Sie das sehen sollten, tut mir leid nochmal. Ihr macht einen super Job. Jetzt sind wir irgendwo in so einem anderen Weg. Hat er uns geleitet jetzt. Das ist, glaube ich, ein bisschen Umweg, aber passt schon irgendwie, aber auch schön. So, dann muss ich jetzt hier lang, da lang. Ene, mene, mu, raus, bis du. Ach, scheiße, ich schlafe hier lang. Hopp, 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 hopp. Zwischendrin noch ein paar Treppenläufe. Zack, 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 dass die Spritzigkeit auch bleibt. So, mittlerweile Kilometer 23, noch genau 10 Kilometer. Dann haben wir das erste Zielrund erreicht. Woohoo! Wie war? War gut. 30,5 sind wir vom Lidl. Seit Lidl war. Ist gut, ja. Normalerweise hätte ich noch 2 Kilometer gehabt bis zum Ort. Aber die muss ich später so oder so laufen. Aber gut, dass wir Lidl können wir gleich noch ein bisschen was einkaufen. Ich wurde von der Polizei angehalten. Was, warum das? Ich weiß nicht, was ich erzählen muss. Ich bin so am Laufen und da kam dann ein Zuschauer mit seinem Papa an so einer, an der Autobahn, die ist, wenn man da kurz an der Seite halten kann. Einfach so ein Parkbuch. Genau, so ein Parkbuch. Machen wir so ein Bild, quatschen ein bisschen. Auf einmal kommt ein Polizeiwagen, also so ein Polizeiwagen kommt angefahren. Bla bla bla, ich will so weiterlaufen. Dann sagt er so, ey du, mal kurz reden. Dann meint er so, was machst du denn? Also,
was machst du? Ich so, ja, ich will von Berlin nach New York laufen, bla bla. Er sagt so, ja, wir kriegen die ganze Zeit Anrufe, also von den Leuten auf der Autobahn, weil ich halt gegenüber laufe, die rufen halt die Polizei an, so ein auf jemand läuft auf der Autobahn. Bist du Autobahn oder Landstraße? Ne, Autobahn. Du bist auf der Autobahn gelaufen. Ja, aber da gab es ja keine Landstraße, wo soll ich sonst laufen? Auf der B45 oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es ist. Bundesstraße. Egal, dann habe ich halt gesagt, da meinte er so, ja, wie heißt du denn und so, dies und das. Habe ich halt mein Dings gezeigt, hat er gesagt, okay, krass. Also er dachte, glaube ich, am Anfang, ich lüge. Aber es waren zwei jüngere Polizisten. Okay. Liebe Grüße, falls vielleicht das Video sehen. Ich glaube, die gucken sich jetzt auch die Videos an, die meinen, die verfolgen das. Ich meinte so, ja, was soll ich jetzt machen? Also, ich muss weiter geradeaus, also einen anderen Weg gibt's nicht. Und die waren halt so in dieser Zwickmühle und es tat mir dann auch für deren Arbeit leid. Das Ding ist, er meinte dann, ich will dich eigentlich weiterlaufen lassen, weil die das Projekt cool finden. Aber er meinte, wenn etwas passiert und die haben mich halt angehalten und die Leute rufen halt an, dann sind die halt am Arsch. Dann habe ich gesagt, so, ja, kann ich nicht irgendwie eine Einwilligung geben, irgendwie eine Vollmacht, dass ich halt alles auf mein eigenes Risiko ist, dass die mich halt sozusagen darauf aufgerichtet haben. Und dann meinte er so, ja, gib mir mal deine Kontaktdaten etc. Habe ich das alles gegeben. Dann meinte er so, ja, lauf mal bitte dann wenigstens hinter der Leitplanke. So, und dann bin ich halt ein bisschen gelaufen und dann war Gott sei Dank von der anderen Seite, war es ein bisschen Umweg, aber war so ein Fahrradweg. So, ja. Ich muss dann auch unten rum. Und da ging es Gott sei Dank, hat die Route dann so einen anderen Weg angezeigt. Fand ich aber trotzdem cool, dass sie nicht so komplett so auf Sturkopf dann gesagt haben, nee, es geht nicht weiter und bla bla bla, sondern dass man so zusammen irgendwie eine Lösung gefunden hat, weil die halt wussten, okay, wenn die mich jetzt mitnehmen, Bruder, dann ist vorbei. Ja, und dann ging es weiter und jetzt sind wir hier. Aber auf diesen Moment habe ich nur gewartet. Ich schwöre, das war auch Frage der Zeit. Ja, war Frage der Zeit, dass das passiert. Weil wir jetzt immer mehr in Richtung Frankfurt kommen, dass halt die Autos noch mehr, also es sind einfach noch mehr Autos, es sind noch mehr Menschen auf den Autobahnen. Und es kommen auch immer mehr Leute, die halt hupen oder so allgemein halt vor auf den Dörfern. Da hat es ja keinen interessiert so richtig. Denkst du, das fliegt weg? Ich hoffe, also wenn das wegfliegt, dann springe ich nicht drüber. Sehr windig, ja. Hast du Klammern? Irgendwie eine Klammer oder so? Ne, ich hab was für dich. Hier, Bro, ich hab eine Wäscheleine. Spann die mal von Auto zu Auto oder quer vom Dings. Und hier sind Klammern dran. Schwerkraft. Sind das jetzt die frischen oder was? Ja, ich hab die gestern in der Dusche, hab ich die gewaschen. Die Schlüpper. Ich hab mir selber gesagt, man ist ja die ganze Zeit gewohnt gewesen, so Waschmaschine, immer warme Dusche, immer man jederzeit, man riecht fresh. Jetzt geht auch so, ne? Geht. Was heißt geht auch so, aber ich hab mich damit abgefunden, dass ich für die ganze Reise mich einfach ein bisschen runterschraube von der Hygiene natürlich das Bestmögliche rauszuholen. Aber halt, wenn es halt nicht immer geht, dann geht's halt nicht. Was soll ich machen? Also ich kann ja nur das Beste rausholen. Deswegen, falls mich mal jemand sieht und ich rieche ein bisschen nach Schweiß, seid mir nicht böse. Alles klar? Ja, bitte. Alles cool, oder? Also, wir haben hier ein bisschen Obst, Gemüse. Das ist jetzt hier noch mein Ingwer. Ein bisschen mit Honig. Der ist gut scharf heute. Moment, Sops muss ich auch noch nehmen. Ein bisschen Salz. Ich würde sagen, guten Appetit. Super. Mampf ich jetzt erstmal. Und dann geht es später in die zweite Runde. Datteln. Super. Ich esse immer so ungerade Zahlen. Also entweder 1, 3 oder 5. Oder 7 Döner. Mit Joule-Datteln. Schön mit Erdnussbutter. Schmeckt wie gesunder Snickers. Reintunken. Super. So, zweiter Lauf des Tages. Ab nach Niederjossa. 17 Kilometer ungefähr vor mir. Ich werde natürlich nicht 3 Stunden brauchen, sondern fixer. Später, die Jungs machen jetzt noch das dritte YouTube-Video ready. Aber wenn das Video rauskommt, ist das schon draußen gewesen. Die laden das jetzt noch hoch, machen noch Thumbnail und so. Ich gehe in der Zeit Kilometer sammeln. Sehen uns dann da. Da gibt es aber keinen Schlafplatz, ne? Wir schauen mal, was sich gibt. Wir schauen mal. Vielleicht haben wir Glück und dann nimmt uns jemand wieder auf. Wenn nicht, dann nicht. Ich gehe noch mal kurz pissen. So, zweite Runde des Tages. Tag 8. Ungefähr 17, 18 Kilometer Lauf geschafft. Super Tag gewesen. Ist jetzt relativ reibungslos abgelaufen alles. Pause war gut, gut Kalorien getankt. Also beiden fühlen sich auch gut an. Mal gucken, wo wir heute landen werden. Der Stadtteil heißt Niederjossa.
Es ist relativ ruhig dort. Also da gab es erstmal keine Pension, wo wir bleiben können. Wird wahrscheinlich dann, wenn wir uns irgendwo platzieren, erstmal Kilometerpreis. So, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich bin. Aber dieser Ort gibt mir ein bisschen schon Stadtvibes. Also Straßen sind sehr befahren, relativ viele Menschen auf den Straßen. Ich glaube langsam, weil wir uns immer mehr Frankfurt nähern, kommen immer mehr so ein bisschen größere Kleinstädte. Hab ich so ein Gefühl. Hotel am Kurpark. Hier bleiben wir natürlich nicht, aber sieht nicht schlecht aus. So, ich bin bei Kilometer 11 mittlerweile. Noch 6 Kilometer, also 6,5, irgendwie sowas. Dann haben wir auch den 8. Tag geschafft. Die beiden Jungs, wir sind jetzt hier in Nord. Nedajosa. Warte, ich habe meinen Lauf beendet. Wir sind gerade ein bisschen am Reden. Ich habe die gefragt, wie lange die mich schon gucken. Auch ist auch nicht so lange, ne? Ja, nicht so lange, aber auch nicht so kurz. Also nicht ja, 3, 4 Monate. Cool, ja, cool. Sehr inspirierend, vielen Dank, ja. Dankeschön. Danke, Bruder, ich danke euch. Jedes Mal, als man dich gesehen hat, war man motiviert. Man hat ja? gar kein Problem mit Ausdauer. Geil. Wenn man so ein Ziel hat, dann ist schon echt geil. Yo, Bro, wie war? War gut. 17,5 haben wir heute wieder 47,8 oder so gemacht. Ich hab Hunger, ja. Ich habe einen Vorschlag. Du hast die Wahl zwischen Sandwiches oder Nudeln mit einem guten Pesto und auch eventuell ein bisschen hier Thunfisch. Ich bin für Sandwiches. Okay, machen wir. Sandwich besser, oder? Ja. Hab ich Bock auf Sandwiches wieder, wie gestern. Mit allem? Ja, Mann, das war gut. Schön mit Eier, ein bisschen mit Lachs, ein bisschen mit Tomate, ein bisschen Frischkäse. Da sehe ich mich. Wie läuft das YouTube-Video? Ist fertig, ist super. Ja. Der Upload scheißt nur gerade rein. Ist wieder Faxen, ja? Internet? Ja, also guck mal, wir können auf dem Land mit 200 runterladen. Ja. Aber nur mit 6 hochladen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, egal. Aber wir geben unser Bestes. Ich hoffe, das Video kommt einfach noch heute noch online. Doch safe noch, ne? Eine Stunde oder so bestimmt. Ja. Wir geben unser Bestes. Wir optimieren pro Video immer weiter, bis wir irgendwann vielleicht mal die 18 Uhr knacken. Never give up, you versus you. Ja. You versus Internet, ey. Aber ich glaube, die Leute haben Nachsicht, ja. Also ich glaube, die wissen, dass wir unser Bestes geben. Du bist angekommen vor 10 Minuten. Ja. Vor 15 Minuten haben wir überhaupt den Platz geklärt, wo wir hier sein dürfen, dass wir Strom haben. Und da muss der Upload noch stimmen, weißt du? Das ist hier wir machen eigentlich alles parallel. Also ja. Die Jungs, ich mache ja meine Kilometer, dann wird dazwischen aufgenommen, dazwischen wird aber schon für das nächste Video gecuttet, die Dateien werden miteinander sortiert, blablabla, blibablub, keine Ahnung, wird versucht irgendwie Platz zu organisieren, also schon ein Riesenapparat, was man hier versucht irgendwie zu bewältigen, aber bis jetzt, toi toi toi, läuft alles super, GG's an uns. Noch nicht ausgelastet? Nee, ein bisschen Bauch trainieren, weil ich merke, durch den Rucksack wird der Core noch mehr beansprucht. Die ist nach vorne und nach hinten. Deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen Bauch, dass die Bauchmuskulatur nicht abbaut im Laufe der Zeit. Deswegen mache ich jetzt hier noch so 5 Sätze ein bisschen, ein paar Wiederholungen und dann passt das. Mach dein Ding, Bro. Danke, Bro. Oh, super. Bisschen schräg. Boah, ich hab grad ein unglaubliches Déjà-vu, weißt du was? Warum? Ich hab gerade das Gefühl, als ob wir gerade diese Situation schon mal erlebt haben. Nein, aber gerade so dieses wie in der Wiese liegen und so. Lagen wir irgendwo in der Wiese? Hä? Alter, wie krass. Ey, Bro, ich mein's wirklich ernst gerade. Ich hatte aber neulich tatsächlich auch. Ich hab offiziell, ich weiß nicht, ob es Déjà-vu ist oder ob ich Psychose habe durchs Laufen bekommen. Kann ja auch sein. Schon ein schräger Typ gerade. Ja. Oh. So, und jetzt ein bisschen die Schienbeine entlasten. Auch gut hier für die Knie. Sehr gut für die Oberschenkel, für die Knie. Lecker Sandwiches. Freut sich alle. Aber der Platz ist voll gut eigentlich, oder? Okay, ich würde sagen, ich gehe duschen. Ich nehme euch mit. Spaß. Ich gehe duschen und dann yummy, yummy essen. In the night, that's wrong. In the land it all. To the moon is the ocean. To the sea. Darling, Stan! Bami! Oh, Stan! Bami! Oh, Stan! Bruder, hilf ihm hoch! Stan, Bami! Boah, Bruder, das war knapp, Digga! Wie findet ihr meinen Schlafplatz heute? Spaß, wir müssen noch ein bisschen umräumen, aber hier kommt gleich mein Bett. Zeit für das dritte Auto. Ich schwör's dir. Bruder, wo kommen die ganzen Sachen her? Ich check's nicht. Digga, geistkrank.
Sandwiches wie gestern. Mit Frischkäse, Eiwa, Lachs, jetzt ein bisschen noch Tomate drauf. Da kochen noch ein paar gekochte Eier. Und dann machen wir hier uns wieder einige Sandwiches. Die letzten Tage hatten wir nicht so Bock auf Nudeln, weil wir gefühlt nur noch aus Thunfisch und Nudeln bestanden. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen uns umgeschwappt auf Sandwiches, bis wir das auch nicht mehr sehen können. Und dann gehen wir wieder auf Nudeln. Ich glaube, es wird so fliegender Wechsel immer. Ein bisschen Dings hier. Frischkäse mit Eiweiß schmeckt übertrieben lecker. Wa? Guck mal, Jungs. Guck mal, die Jungs bringen uns Wassermelone, ein bisschen was zu knabbern, Kekse. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr ist das noch. Dankeschön, Bruder. Bruder, ich werde es vernichten. Mach dir keine Sorgen. Vielen lieben Dank, Bruder. Von wo kommt ihr? Wir sind hierher gelaufen, wie Männer, nicht wie die anderen. Stark. Nachtisch ist schon mal safe. Ich sage es hier und jetzt. Was ist so das auf Augenhöheste, wie nennt man Leute, Support oder Community, aber auf Augenhöhe? Weil Community ist immer so ein bisschen so, als ob ich hier Dings bin und die sind so unter mir, das mag ich nicht. Was ist so, Supporter? Wegbestreiter. Supporter? Ich bin schon Supporter. Community ist höher als Supporter, weil Supporter sind ja Leute, die dich extra unterstützen. Und Community ist ja quasi so ein. Ach, kein Community kannst du sagen, Community können alle gleich sein. Community? Okay. Ja. Offiziell, ich habe die coolste Community. Was? Da kommt jetzt was. Warum denn? Bruder, was soll ich denn sagen? Ich habe die liebste Community, die coolste Community, strammste, stärkste, fitteste, hübscheste. Nein, nein, doch, nein. Nein, Spaß. Aber danke. Super Sinn. Lädt gerade hoch, Bruder. Ist gerade verarbeitet hoch. 4K 6 Minuten. Verarbeitet gerade für 4K 6 Minuten. Bruder, unser Router hat uns geknallt wieder, ja. Wir sind irgendwo nirgendwo. Was soll ich machen? Ja, passt. Geben unser Bestes, Bro. Alles klar. Dankeschön, super Stream dir. Ciao, ciao. So, ich habe jetzt ungefähr 5 Sandwiches gegessen. Jetzt esse ich noch ein bisschen die Packung von den Protein Wraps. Das sind jetzt wie viele? 8 Stück. Einfach ein bisschen mit Protein Nutella wieder, manchmal mit Honig. Die Kalorien müssen rein. Ich sag dir ehrlich, mir macht Essen sehr viel Spaß, aber das ist die dritte Disziplin. Laufen, essen, schlafen. Was geht? Ja, komm. Kalorien tanken. Jetzt essen wir noch, haben zwei liebe Jungs vorbeigebracht. Cookies, schmecken super. Eigentlich so ein richtig kaltes Glas Milch, wäre noch super, aber egal. Was mit der Melone? Nachtischen. Was ist los? Müde? Ja. Hier ist noch dein Saft. Danke, Bro. Auch schon wieder 2 Tage um, ne? Ja, Mann. Das ist Outro, ne? Ja. Diesmal halte ich mich, glaube ich, kurz. Vielen lieben Dank für euren super Support. Ich hoffe, dass... vierte Video, ne, das ist die vierte Episode, ne? Yep. Die vierte Episode hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen. Schreibt was Cooles in die Kommentare, euer Feedback, bin ich gespannt. Super Sinnes, bis zum nächsten Video, haut rein. Pa, pa, pa. Bus. Gute Nacht.